Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Let's Play Red Dead Redemption 2. Gut, Freunde, machen wir weiter. Wir haben in der letzten Folge das Geheimnis um den Serienkiller gelüftet. War ziemlich cool auf jeden Fall. Und... nein, der Zug fährt weg. Ursprünglicherweise wollten wir ja uns um den Steckbrief in Strawberry kümmern. Ja, ist ja gut. Das machen wir auf jeden Fall in dieser Folge. Wir müssen wieder zur Wallace Station. Genau. Um nach Strawberry zu kommen. Ja, wie gesagt, und dann kümmern wir uns mal um den Steckbrief. So. Okay, Leute. Dann mal raus hier. Macho wartet auch schon wieder auf uns. So, und ich habe mir den Ort schon markiert auf der Karte. Wegführung ist echt sehr speziell manchmal. Hey, Kumpel. Who put a rock in the middle of the road? Hey, you there? Hi. Hallöchen. Would you mind watching my stuff? Well, I had to find another wagon. Ja, klar. Sure. You're a kind man. I'll be back. Fit as a fiddle. Ja. Boss ain't gonna be happy about this. Das glaube ich. Okay. Normally ain't rocks on this road. Wo rennt denn der jetzt hin? Okay, liegen Sachen rum, die können wir aber nicht nehmen. Wahrscheinlich, weil wir... ah, eine Schatulle. Baldrianwurzel erhöht deine Dead-Eye-Erfahrung, okay. Dankeschön.
Kommt er jetzt wieder oder nicht? Man weiß es nicht. Ah, jetzt liegt er hier vorne. Aha, okay. Kumpel, was ist los? Ah, okay, ich glaube, ihm ist nicht mehr zu helfen. Was anderes können wir tatsächlich nicht mitnehmen. Schade. Na gut, dann machen wir los. Was? Da war ein roter Punkt. Weg ist er. Okay. Verlassen das Haus. Und ein Brief. Okay. Notiz von Jim. Bin in wenigen Tagen zurück. Ich bin Mildred, die neue Miss Peyton, vom Haus ihrer Mutter abholen. Beste Grüße, Jim. Okay. Viel Glück dabei, Kumpel. Jetzt fängt es auch an zu regnen. Ah, okay. Ob das Jim ist? Komme ich hier runter? Irgendwie. Direkt mal nachgucken. Okay, er ist wohl mit seiner Kutsche da runtergefallen. Fotografie einer Braut. Könnte durchaus möglich sein. Dass das Jim war.
Vorsicht. Ja. Welcome to Strawberry. Damals Maika aus dem Gefängnis geholt. Okay, wir können Schatzkarten finden. Halte Ausschau nach Schatzsuchern in der Wildnis sowie nach Möglichkeiten, Karten zu kaufen. You ain't a tourist, so I'm guessing you're a bounty hunter. Posters usually go up on that wall there. Ja, da könntest du recht mit haben. Da interessieren wir uns tatsächlich für. Okay, was haben wir denn hier? Joshua Brown. Belohnung in Höhe von $40. Lebendig gesucht, der berichtigte Schütze. Gesucht wegen gesetzeswidrigen Tötungen. Brown ist mittelgroß, hat dunkle Haut und einen langen Schnurrbart. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war nördlich von Strawberry. Okay. Word is, he's made a home out of an old mine, up in the Big Valley Mountains. But you might want to leave that one on the wall. Josh Brown be a hard man to kill, let alone capture. And that's what we're asking for. Ja, da wollen wir erstmal gucken. Den kriegen wir schon. Hoffe ich. Okay, mal kurz die Karte öffnen. Wow, da hoch müssen wir also. Okay. Dass mal gut geht hier. Kommen wir noch niemals hin. Von hier. Müssten wir hier hin, glaube ich. Nein, 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 nicht runterfallen. Cool bleiben, cool bleiben. Ziemliches Scheißwetter hier oben.
Das scheint auf jeden Fall nicht der richtige Weg zu sein, oder? Doch. Auf jeden Fall müssen wir hier hin. Da unten ist auch schon wieder was los. Here's a private financial matter, so why don't you keep right along? Was zur Hölle tut ihr hier? Alter, die machen einen Tresor auf. Hey, Leute. We said to scram. Ja. Tut mir leid, aber wenn ihr schon mal dabei seid. Damn it! We warned you! Well, let's see if this safe is worth the effort. Goldene Gürtelschnalle. Ah, den können wir gar nicht plündern oder was? Doch. Soll auch plündern können. Kurz weglegen, den Kollegen. Okay, der leuchtet auf jeden Fall, also können wir den eigentlich auch theoretisch sie halt aufsprengen. Ah, okay. Ja, holy shit. Okay, das tut mir leid. Aber es lebt noch. Ah, eine Brieftasche. $20. Und nochmal $20. Cool. Okay, girl. Echt herzlichen Dank. Bin dann mal weg. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Einfach dem Pfad hier folgen. Dann müssen wir eigentlich automatisch zu dem Typen kommen. Was ist das Revier eines legendären Tieres betreten? Finde und untersuche die Spuren, um das Tier zu jagen. Ups, Entschuldigung. Okay, und da sind wir. Wird lebendig gesucht. Ja. Okay. Bergbaustollen zu sein oder sowas.
Ah, da ist er schon, anscheinend. Dead end. You got nowhere to go, bounty hunter. I ain't here to kill you. Wouldn't matter if you were. There's only one way out of here, and that's through me. Come easy. I'll say something to the law. It ain't gonna be easy. You're gonna have to draw on me to get me out. You might have found me, but you won't beat me, bounty hunter. Was, was, was? Oh, Leute. Ich dachte, ich soll ihn nicht umbringen. Ey, komm. Das ist so ein Witz, oder? Okay. Ich schieß ihm ins Knie oder so. Kollege, bleib stehen. Macht nicht so wirklich Sinn, Kumpel. Okay. Gucken, was er fallen gelassen hat. Midnight-Pistole, Kettleman-Revolver. Na gut, den brauchen wir nun wirklich nicht. Können wir hier noch was looten? Okay, sieht nicht so aus. Mal gucken, was du dabei hast, Kumpel. Oh, ein Silberring. Okay. Let's go for a ride. You shot me. You didn't even have the decency to do it right. You duel a man and you ought to put him down. Not knock him out and tie him up. You got no decency, bounty hunter. Tja, Kumpel. Hier geht's leider nicht um Anstand. Da musst du dich leider lebendig fangen. Den Mund. I wish you'd killed me back there. A real man would have killed me. A real man wouldn't touch. That's Big Josh, all right. Hey, he looks heavy. Can we take that bounty off of you? I can manage him fine. Ey, mach keinen Scheiß, Leute, ey, was ist? Wo ist der andere? Da noch einer. Ist da irgendwo noch einer? Vorne. Komm her. Penner, Alter. Lass mich in Ruhe, Mann.
Kumpels, alles für die Belohnung, alles für die 40 Dollar. Ich könnte eventuell noch ein paar Dollar mehr abgreifen. Some damn honor. I live by the gun, let me die by it, damn it. That's what I deserve, you damn sneak. You damn gut shooter. Ah, ich wollte ihn gar nicht aufheben. So, Freunde. Okay, wir sind wieder da. Here we are. Strawberry. I hear the cells here are really comfortable. You trying to be winsome, bounty hunter? Always. I'm a regular charmer. Now come on. So, ab zum Sheriff. Got Brown here. Ah, Mr. Brown. Come on now. Make him comfortable downstairs. Okay, wir müssen runter. Lock me up. Forget about me. To my peace. So. I want peace. Wieder ein bisschen Ehre gewonnen. Pay's right here. He make you work for it? He duelled me, so I'd say that's a yes. Lucky you're still here. Lucky? That ain't what I call it. Thanks. Hey, Noble Poster's going up here for a while. Mayor don't like the way it looks. We are a tourist town, after all. Sehr gut. Haben wir das auch abgearbeitet. Und wenn wir jetzt mal auf unsere Karte gucken, geht's eigentlich erst weiter, wenn wir jetzt wieder in unserem Lager sind. Und zwar bei Dutch. Einzige Mission. Haben uns auf dem Weg zur Rig Station und fahren von da aus dann nach Rhodes, um zum Lager zu kommen. Aber vorher, was gesehen, kaufen unseren Kollegen hier eine Zeitung ab. Hallo?
Okay. Na gut. Let's go, girl. Kern unseres Data ist leer. Und ich glaube, Ausdauer könnten wir auch mal ein bisschen tanken. Ausdauer und Data. Bisschen Gin. Gin geht immer. So, und da sind wir. Rick Station. Mal kurz warten, bis der Zug hier vorbeigefahren ist. Nice to see you again, sir. Und wir wollen zurück nach Rhodes. Hope you have a good trip. Rhodes! Los geht's, Freunde. Come on, girl. So. Clemens Point. Unser Lager ruft. Can I give you a ride somewhere? Out of the way! Was ist jetzt passiert? Unbewaffneter Angriff. Okay. Ja. Weil ich über den Zaun gesprungen bin oder was? Also manchmal verstehe ich es nicht. Eigentlich wollte ich die Kinokamera aktivieren. Da wir den Weg auch automatisch zurücklegen lassen können. So, gut, Freunde. War erfolgreich. Bisschen Geld gemacht. Wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wie immer, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Peace out.